Und ja. Jo Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tagebuch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird ja eine kurze Folge, deswegen müssen wir ein bisschen schneller gehen. Und weil du noch dabei ist. Omo. Hallo. Genau, heute ist Omo und Caro dabei. Heute müssen wir ein bisschen schneller reden, deswegen. Ich habe vergessen, die Tagebuchfolge aufzunehmen. Gerade ist 22.39 Uhr. Ihr seht die Folge bestimmt ganz, ganz spät. Ich merke, dass ich kein Microsound habe. Ach du heilige Scheiße, welche AirPods rausgenommen habe. ja, ich habe heute Scrims ein bisschen gespielt, habe 4 von 5 Runden gewonnen insgesamt. Hab mit Sus zusammen eine X2-Runde gespielt, da haben wir auch zusammen gewonnen. War sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und wie euer Tag so? Sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall. Und wie war dein Tag so? Sehr gut, ich habe euch ein Buch gelesen, war die ganze Zeit nur am PC und ja. Sehr, sehr schön. Homies, was ihr nicht wissen könnt, an diesem Wochenende wird ganz, ganz viel passieren auf jeden Fall. Freitag gibt es ein Turnier für 35 Euro Preisgeld. Am Samstag gibt es ein Turnier für insgesamt 500 Euro Preisgeld. Und dann gibt es noch am Sonntag ein Turnier um 150 Euro Preisgeld. Solo, das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Deswegen, ja. Ich habe heute auch übrigens MSL gespielt. Lief leider beschissen. Und da bin ich auch schon tot in der ersten Runde. Schade, da geht auf jeden Fall raus. Machst du nix. Wer wollte irgendwie grüßen? Grüße Pole. Ich grüße auch Pole. Okay, Grüße und an Pole, gehen raus auf jeden Fall. Und ich Freaks. Grüße Nathalie. Grüße gehen an Nathalie auch und an Freaks auch raus auf jeden Fall. Und ja, wollt ihr noch was sagen, was Besonderes? Habt ihr irgendwelche besonderen Wünsche, die ihr noch erwähnen wollt? Ich weiß nicht, wie man einen P-Logger verschickt. Wie geht's dir, Thomas? Geil. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Gute Konversation. Ja, wir hatten gerade über das Thema Sex geredet und Thomas hat erzählt, dass er einen Blowjob schon mal bekommen hat. Was sagt ihr dazu? Das muss ja nicht peinlich sein, Tomo, wie war's? Erzähl mal, was gut, was schlecht, erzähl mal. Der arme Junge. Der arme Simon. Tomo, erzähl. Wie war's? War's richtig geil, oder? Nee. War's nicht geil? Können wir was anderes reden? Okay, wir reden über was anderes. Was willst du reden? Wie Kauri ihren Job macht. Kauri, wie machst du deinen Job? Das musst du sagen. Das wusste ich, dass du das sagst. Ich finde, du machst es gut. Danke. Außer wenn du wirkst. Halt einfach. Sehr, sehr freut mich auf jeden Fall. Oder hat mir ein Nacktbild geschickt. Ach, Polen, Mann, Gott, Digga. Und mir schickst du gar nichts, Digga. Du bist gerade immer. Ja, verständlich, du hast ja auch eine Freundin. Ja, 2 Euro sind besser als 1 Euro, sag ich da immer, wa? Ja, 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 ja. Warte, was? Nein. Simon, wie war's bei dir so heute, dein Tag? Mein Tag war heute gut. Der Tag bestand daraus, dass ich bis 15 Uhr geschlafen habe. Dann um 15 Uhr musste ich zum Kieferorthopäden. Da war ich auf jeden Fall, war alles chillig, war ich nur 2 Minuten da, Digga. Dann hat er gesagt, so, ja, alles perfekt, Digga. Sehr, sehr cool auf jeden Fall da. Und ansonsten, ja, habe ich heute Scrims gespielt, lief halt scheiße, Digga. Wirklich, kann ich mich nur drüber aufregen. War nicht geil. Und ja. Bei euch alles gut? Mit deinem Praktikum. Stimmt, Karos Praktikum. Ich hab keins. Was hat mit deiner Schule? Hast du schon angenommen? Nein, die haben mir noch nicht geantwortet. Ich mach auf meiner alten Schule. Lernt, oder? Ja, Caro will Lehrerin werden, weil sie so gut erklären kann. Caro ist sehr, sehr intelligent, müsst ihr wissen. Ey, meine Lehrerin meinte wirklich, dass ich Lehrerin, also dass sie sich bei mir vorstellen könnte, dass ich Lehrerin werde. Ja, ich auch, ich auch. Ja, das... Ihr seid gemein. Stell dich mal so Caro als Lehrerin vor, so. Dann müsst ihr so ausrechnen, so 8 plus 5, Digga, sagt ihr einfach 12. Ey, quasi Karin, ich sehe Caro als Friseurin. Ja! Junge, das ist ein mies unterbezahlter Job. Ja. Nein. Du willst doch meine Haare schneiden. Ja, ich will die einfach nur kaputt machen. Ich mach dir dann so einen Avatar-Kopf. So einen Pfeil. So, wir müssen hier mal kurz ein bisschen sweaten, die Runde. Ich glaube, nach der Runde war es das auch schon heute. Heute wirklich sehr, sehr kurze Folge. Tut mir auch leid, aber ich habe einfach vergessen. Ich hatte heute so viel Stress, Spaß. Eigentlich hab ich heute einfach nur gestreamt, sehr, sehr viel. Deswegen habe ich es einfach vergessen gehabt, dass ich heute sowas machen muss. Und den droppen wir ein paar Airheads. Frinks ist online. Frinks, Grüße gehen raus an dich, Bratan. Ist gerade online gekommen auf Proben. Und Tomato auch hinterher. Sind ja beste Freunde fast hier. Sehr, sehr strong. So, dann setzen wir uns Web. Da dachte ich mir schon, dass er... Ah, da will er mich in Lava setzen, der Erdhelm. Genau. Mein Gott, auch noch Fnatic. Grüße gehen raus an Fnatic, an dich, Homie. Ist auch ein richtiger Bratan. So. Dann noch Phantom. Phantom, ja. Der ist ein Pool. Tarpix, Space. Caro. Space guckt immer meine Videos. Das ist sehr, sehr gut möglich, dass das sieht.
hallo Space und ein Grüßchen hier raus an Caro. Hallo Max. Okay, Jungs, das war's auch heute mit der Tagungfolge. Ja. Die war ein bisschen kürzer, wie immer. Ich grüße Tom. Als nächstes gibt's dann wieder, wahrscheinlich so Themen, wo ich über Themen reden werde. Heute, wie gesagt, eine lange Michael. Heute eine lange Folge, weil ich einfach heute unter Zeitdruck stehe. Deswegen tut mir auch schon leid. Ich hoffe, die kleine Folge mit Caro und Tomo haben euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiederhauen und reingehauen. Tschüss.